das ist Hannah. Wir sind beide Studenten an der Hanse hier in Groningen und nehmen euch heute mit auf die erste virtuelle City-Tour hier in Groningen. Ja, wir freuen uns riesig und zeigen euch jetzt unsere Hotspots in Groningen. Bis bald! Das Hauptfortbewegungsmittel ist natürlich der Drahtesel. Damit erreicht ihr so gut wie alles innerhalb von 20 Minuten. Hier am Bahnhof gibt es eine von vielen Tiefgaragen nur für Fahrräder und das sogar zweistöckig. Kann auch mal vorkommen, dass man ab und zu den Überblick verliert. Unser Tipp: Je auffälliger das Fahrrad, desto besser. Innenstadt finden wir viele verschiedene Lädchen und Restaurants zum Bummeln. Nicht nur die Studenten, sondern auch die Stadt hat sich an den multikulturellen jungen Lifestyle angepasst. Da ist sicherlich für jeden etwas dabei. Hier können sich Feinschmecker durch sämtliche Pommes-Variationen probieren, zum Beispiel Patat Urlaub. Auch typisch niederländisch ist die Krokette oder der Eierball aus dem Automaten. Waffel gibt es hier noch warm und frisch auf die Hand, denn Gronis Innenstadt bietet dreimal die Woche die Möglichkeit, frisch, lokal und wirklich günstig Lebensmittel auf dem Wochenmarkt zu kaufen. Nicht vergessen, immer gut abschließen! Im Hintergrund seht ihr den Martini Tower. Mit fast 97 Metern bietet er einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt. Ein echter Hingucker ist auch das neue Forum, denn es vereint Kultur, Bibliothek, Kino und innovatives Design. Gronings Nachtbeben beginnt in der Peperstraat. Über 50 verschiedene Bars versprechen unendlich lange Nächte. Angebot gibt es bei der Staatsgarderobe. Hier kannst du deine Jacken und Taschen für wenig Geld vom Feiern abgeben. Dort sind sie sicher aufgehoben und stören nicht beim Tanzen. Du hast die Auswahl, ob Techno, Hip-Hop, House, Latino oder doch die geheime Reggae-Bar. 7 Tage die Woche ist für dich alles geöffnet, also hast du genug Zeit, die Stadt zu entdecken. Brauchst du eine Study Break? Dann schau mal in einem der Vintage-Läden vorbei und bereite dich auf die nächste Kostümparty vor. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Raus aus der Stadt und rein in die Natur. Nicht jede WG hat einen Garten, darum kommen alle gerne im Norderplatz zusammen, um zu entspannen, Sport zu machen oder um den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen. Jetzt sind wir am Ende unserer Tour am Sernecke Campus angekommen. Vielleicht läuft man sich ja bald mal über den Weg.